und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind nahe des Gardasees, aber doch nicht am Gardasee. Ich würde fast sagen, ein bisschen in der Schattenseite vom Gardasee. Und trotzdem ist hier der Geheimtipp voll am Start. Es sind nur ca. 1200 Höhenmeter Uphill, aber ein Trail, der voraussichtlich alles bieten wird. Von einfach bis schwer, bis mega Aussicht, bis ein bisschen Absturzgefahr. Hat Nico diesmal gefunden und geplant, also sind wir mal gespannt. Der hat sich gewaschen, der Trail. Dranbleiben, lohnt sich. Die Frage, ob es warm ist? Nein, das geht gar nicht. Da kommt nichts aus dem Hirn. Und ich schwitze so, es ist halt schon verdunstet. Das kann nicht wahr sein. Also wir ölen ganz schön, hey. Ja, es ist knallheiß. Obwohl keine Sonne da ist. Mm-mm. Eigentlich ganz fein, aber trotzdem knallheiß. Die Bikes leuchten, daran erfreuen wir uns gerade noch die ganze Zeit. Klar, ist ja noch nagelneu. Zweite Ausfahrt. Wir machen dann auch mal eine Review nach ein paar Fahrten, was wir uns so dabei gedacht haben, warum wir welche Komponenten gewählt haben und ob wir zufrieden sind mit unserer Wahl, oder? Also soweit bis jetzt passt noch Luftdruck und Federgabel und Dämpfer so ein bisschen. Ja, Nico macht sich lustig über mich, weil er sagt, ich habe keine Ahnung vom Biken, weil ich immer ein bisschen länger brauche, bis ich alles eingestellt habe. Und gestern die halbe Ausfahrt, Sattel rauf, Sattel runter, Neigung geändert und. Aber ich brauche immer ein bisschen, bis dann alles passt. Ich weiß ja nicht, wie euch das so geht. Er war gleich super zufrieden. Puh. Ja, der Schub, der fehlt uns derzeit. Aber Bio macht schon auch einfach jetzt, Spaß. Wir sind jetzt 600 Kilometer Transalp gefahren und knapp 20.000 Höhenmeter. Wo du ein paar Sekündchen vorne warst, gell? Passt schon. Für uns geht's heute auf den Monte Bre. Da umrunden wir vorher Käse. Aber noch ein, zwei andere Gipfelchen. Unter anderem den Cima Oro. Und hier vor uns sieht auch schon richtig cool aus, dieser kleine Gipfel. Straße natürlich, wie gesagt, aus dem Krieg. Unschwer zu erkennen durch diese Grenzboller. Schaut mal diese Kurve. Die sieht richtig cool aus und da ist irgendwas angeschrieben in 15 Minuten. Hier gibt es einige Stellungen, die man auch anschauen kann. Panorama ist wirklich gigantisch und die Auffahrt bisher war relativ einfach, weil alles auf Teer verlaufen ist. Aber es ist so heiß, schaut mal. Ja, Nico kann es wirklich und ich habe vorher, glaube ich, falsch gedrückt. Nein, es geht wieder nicht. Ich habe es vorher gerade ausgewunden. Das gibt's doch nicht. Oh. Opfer. Ah, ja. Jetzt geht's dann auf jeden Fall an der Pforte vom Cima Ora vorbei und nachher für uns eben dann auf den Monte Bre-Gipfel. Cool. Sieht gut aus, gell? Bist du fit? Ja, klar. Bist du motiviert? Ja. Fährst du heute Trails? Freilich. Basti Brezen bei dir. Ja. Aber du schwitzt ganz schön. Jetzt haben wir leider keine dabei. Heute bist du im Riegel. Ich vermisse jetzt schon die gute Brote. Frappo, was steht da? Alle. Wisst ihr, was für ein Vorteil es hat, wenn man einen breiten Sattel von Escolab hat? Man braucht kein Schutzblech. Wer bist du? Noch 3 Kilometer, dann haben wir es fast geschafft, oder? Ja, wobei 700 Höhenmeter haben wir, also noch 500. Und da drüben? Unten waren wir gestern. War auch ein super Trail. Und die Wölkchen sind auch schon wieder am Start. Wir sollten uns ranhalten, oder Peter? Petra? Ranhalten. Oh, hast du ein schönes Fahrrad. Hast du dir das nach der Farbe ausgesucht? Natürlich. Was sollte man sonst wählen? Unglaublich. Mich wundert es, dass sie mich ausgesucht hat, mich Cars Bolzen. Jetzt haben wir gerade perfekte Sicht runter. Das war unsere Auffahrt. Wow. Schlängelt sich schon ganz schön rauf und eben auf dem Gipfel waren wir gestern. Das Video verlinke ich euch auch mal noch. Es hat nämlich mega Aussicht. Yes, hier ist ein Rifugio. Heute eben habe ich so Hunger und wir haben ja heute eine Riegel dabei. Das passt so gut. Danke. Oh, ist das geil. Mir wurscht. Ich krieg da jetzt was zum Essen. Ich muss. Schaut mal, es gibt einiges zum Essen. Ich frage mich nur gerade,
wie man dann über die Alpen gekommen ist, weil da hat es definitiv weniger gegeben und du bist hungrig wie ein ausgehungertes Monster. Bei der Transalp ist das Gute, da habe ich meinen Puls höher, dann hat mein Körper gar nicht so viel Zeit Hunger zu kriegen und dieses Elo, da trinken wir immer das Wasser mit Zusatz halt und so trinken wir immer nur Wasser, Wasser, Wasser und das macht einen riesen Unterschied für mich. Jetzt ist es da, das Essen. Hey, und es verschwindet auch schon wieder. Nach einer kulinarischen Pause sind wir wieder on track. Ja, und die Wölkchen werden größer, die jagen uns jetzt ein bisschen, aber bisher ein Traumtag und zu Hause hat der Weltuntergang angesagt. Regen. Letzten 300 Höhenmeter auf Feldweg. Fazubi! Wir haben jetzt gerade den Shima Oro umrundet. Jetzt umrunden wir dann noch ein Gipfelchen und nachher geht es dann eben auf den Monte Bre direkt drauf. Wir sind auch schon wieder an sämtlichen Bunkern vorbeigekommen und wenn man den Gipfel mitgenommen hätte, würde man da oben diese Stellung am Chima Ora sehen. Hier steht sogar angeschrieben Breda Mountainbike und da sieht man auch noch die alten Mauern. Also jetzt die Straße, die wir gerade entlang sind, komplett gemauert, alles vom Krieg. Schaut mal, so war es im Krieg, aber hier kommt jetzt dieser Ausblick auf den Idrosi und wir sind noch nicht mal ganz oben. Wow, geilo! Und hier ist gerade ganz schön steil. Nico klettert ja gerne, jetzt will er es wieder wissen. Jetzt ist auch für ihn zu steil, da ich ihn wieder schön aufholen kann. Geil. Ja, voll. Yes! Gipfel vom Monte Breda. Und das Gewitter jagt uns jetzt heute mal wieder. Hier ist es schon, es grummelt schon ordentlich. Dementsprechend schon da drauf und weiter, oder? Runter, ja. Thank you.
Ja, das ist ein bisschen wie Punta La Ricci. Ja gut, das habe ich gestern aber auch schon gesagt. Aber heute komme ich schon viel besser zurecht. Fühlt sich meins jetzt zum Beispiel sehr hart an. Boah, jetzt schimmert er schon wieder raus, der See.
fahren wie du, weißt du? Hey, das hat echt die Welt verändert. Ich glaube, meine Gabel ist jetzt sogar fast zu weich. Aber auf jeden Fall tausendmal besser wie vorher. Also, liebe Leute, weil ihr jetzt nicht mitkommen könnt, ich habe die Compression verändert. Ich habe mich da sonst immer gar nicht so stark drum gekümmert. Aber das hat sehr viel geändert. Schaut mal, dieses Zipfelchen hier haben wir gerade Ehrenaufgabe gemacht. Wir haben den Track diesmal aus dem Bike-Magazin, hat Nico für uns gefunden. Und ihr könnt euch die Schleißaufgabe hier sparen und direkt rechts wieder Richtung Lago abbiegen. Wobei der Trail darunter, halt dieser Spitzkernteil, auch cool ist. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Aber du hast es mir angesehen, deswegen hast du es zugemacht. Wow! Yeah! Wow! Der Trail raus mit bester Aussicht. Jetzt müssen wir noch ein Stückchen am Ufer entlang, hilft nichts, aber bisher Bombentour mit mega langem Trail. Und eins kann man wirklich sagen, das ist die trailreicheste Tour, die ich jetzt mit Petra gefahren bin. Die müssen wir definitiv nochmal fahren und ich kann es nur ans Herz legen, fahrt sie nach, weil es ist der absolute Hammer. Und mit diesem Panorama verabschieden wir uns jetzt. Macht es gut, bleibt dran, bitte Daumen hoch und bis bald. Tschüss. PS, wir haben den Regen nicht erfunden, der ist jetzt wirklich da, auf den letzten Metern. Heißt nochmal beeilen, dass wir nicht pitch nass werden.